Willkommen zurück bei Blackguards. Ihr habt ja gestern diskutiert in den Kommentaren, wer jetzt wohl dieser Gott ist, dem Lysander anheimgefallen ist, ob das etwa der Namenlose ist oder nicht. Ich kann mich da nicht so richtig zu äußern. Die Götter sind mir nur zu einigen Ausnahmen im Kopf. Sei es jetzt Rondra oder Radia, nicht wahr? Meine Lieblingsgöttin. Aber ich nehme an, dass sich das alles noch aufklären wird, wenn wir weiter gucken. Ich werde jetzt mal ganz kurz das Questlog öffnen. Und wir sehen hier die aktuellen Quests. Verfluchte Schwein, Areimanios. Das ist dieses Viertel in Mengbilla, was wir aufsuchen müssen. Und dort nach einem Eingang mit einem Käfer drauf gucken. Dann der Chorspieß ist natürlich noch offen. Und der Kopf der Krähen, da hat mir auch jemand gesagt, beziehungsweise in die Kommentare geschrieben, wie man da weiterkommt. Da war ich ja so ein bisschen ratlos und das werde ich jetzt auch machen. Was ihr außerdem noch seht, ist, dass die eine Quest, die wir immer gehabt haben, nämlich irgendeine der 10.000 hier sind Arena-Kämpfe, habe ich gemacht, die habe ich mal offline gemacht und nicht on-screen. Denn da war ich auch relativ dankbar dafür. Ich hoffe, ihr seid nicht böse deswegen. Denn die Kämpfe waren doch etwas langwieriger, als jetzt ich gedacht habe. Vor allen Dingen, also man musste einmal gegen Gorillas kämpfen und einmal gegen Krokodile. Und im Endeffekt waren es halt die Arenen, waren schon ein bisschen unterschiedlich, aber sie haben halt auch von der Story nichts gebracht. Und ich will irgendwie ungern jetzt weiter wahnsinnig viele Folgen machen, wo halt nur einmal ein Kampf ist, der so völlig von der Story frei steht. Das heißt, gar nicht die Story irgendwie weiterbringt, nicht mal so eine kleine Seitenstory oder so. Deshalb habe ich das gemacht. Aber dementsprechend habe ich natürlich relativ viele AP-Punkte bekommen. Also AP-Punkte war jetzt Abenteuer-Punkte-Punkte. Und die habe ich auch verteilt und ihr gebt mir auch immer wieder nette Tipps, was ich machen soll und die sind auch alle gut. Das Problem ist, man hat so wenig AP immer und so viel Zeug, was man irgendwie leveln kann. Deshalb, bin ich da immer so ein bisschen unentschlossen und klar, ihr habt natürlich alle recht in dem, was ihr da meistens sagt und schreibt, aber ich kann nun mal nicht, weil ich nicht genügend AP habe, alles auch leveln. Trotzdem, ich habe bei Aurelia dieses Mal sehr viel auf den Culminatio Kugelblitz mal gepackt, weil ich glaube, einen zweiten Kampfzauber für unsere Aushilfsmagierin ist gar nicht so schlecht. Dann habe ich bei Takate, der ist jetzt ein richtiger Badass geworden, denn der ist inzwischen bei der Körperkraft auch auf dem Maximum angelangt. Der hat Körperkraft Max und Gewandtheit Max und, Achtung, bei den Talenten, Selbstbeherrschung inzwischen auch auf Max und die Körperbeherrschung auf 16. Selbstbeherrschung, wie gesagt, der kriegt so schnell keine Wunde mehr ab. Und das Umhauen, das ist ja auch immer so eine ziemlich schwierige Sache hier bei den Nahkämpfern, wenn die immer so schnell umgehauen werden. Das sollte jetzt auch schwerer werden. Zudem gibt es bei der Selbstbeherrschung auch noch, wie man hier lesen kann, hier Verzauberin aller Stufen zu halbieren, die Wirkungsdauer, was natürlich auch nicht ganz verkehrt ist. Gerade im letzten Kampf haben wir es ja gesehen, wie jetzt doch die Gegner allmählich härter werden und auch härtere Zaubersprüche raushauen. Dementsprechend habe ich bei ihm das noch nicht gemacht, aber das werde ich jetzt noch machen, denn ich habe hier noch 400 über. Werde das mal auf jeden Fall hochsetzen bei beiden, denn der Naurim ist auch jemand, der mal relativ schnell umfällt. Trotzdem, bei den Grundwerten habe ich auch hier noch weiter hochgelevelt. Und zwar war das hier Gewandtheit und Mut. Gewandtheit und Mut und die Lebenspunkte, glaube ich, auch nochmal. Dann haben wir bei Zurbaran, dem alten Haudegen, die Klugheit gelevelt. Warum? Weil er jetzt mit diesen drei Werten hier beim nächsten Mal irgendwann das hier, die Zauberroutine lernen kann. Und das ist doch schon mal eine ganz gute Sache, denn der Held hat große Erfahrung im Wirken von Formeln. Zauber misslingen ihm deutlich seltener. Das heißt, es gibt irgendwie einen Bonus auf das Auswürfeln von Zaubern, ob die funktionieren oder nicht. Das gleiche ist bei Sergeant auch das Problem. Kennen wir ja. Und da haben ja auch schon öfter mal welche geschrieben, ja, guck dir mal die Zauber an. Und wenn man sich jetzt mal hier anguckt, der Ignifaxius, der Lieblingszauber vom Sergeant Rumpel, der jetzt inzwischen auch auf Stufe 18 ist, ja,
Benötigt Klugheit, Fingerfertigkeit und Konstitution. Und die Fingerfertigkeit war auf 8. Die habe ich jetzt mal auf 11 hochgesetzt. Gleichzeitig habe ich die Intuition und die Klugheit auch nochmal hochgesetzt. Also auch der Sergeant Rumpel nähert sich allmählich Werten an, die doch ganz gut sind. Er ist zwar jetzt einigermaßen klug, sieht auch ganz cool aus, aber kriegt doch immer nicht mit, wenn hinter ihm ein Ork durch die Wand knallt. Da ist die Intuition noch nicht groß genug. Trotzdem, was die Astralpunkte angeht, da sind wir echt super aufgestellt hier mit 42. Ich glaube, er ist nach wie vor der mit den meisten. Ach nee, der Zurbaran hat sogar 2 Astralpunkte mehr. Der hat irgendwie bessere Grundwerte oder so, glaube ich, oder irgendwie. Ja, das kann die Intuition sein. Die Intuition kann hier echt noch einiges aus. Mal. Mut. Ja gut, Mut ist auch noch ein bisschen weniger bei Sergeant Rumpel. Also wir sind beim Sergeant Rumpel, habe ich jetzt bisher immer die Grundwerte so ein bisschen vernachlässigt, muss ich gestehen. Dementsprechend hat er natürlich hier bessere Werte, aber auch das wird sich noch wieder ergeben, denn in der nächsten Zeit werde ich jetzt beim Sergeant erstmal die Grundwerte leveln. So, wir sprechen jetzt mit dem Händler, denn da war der Hinweis, dass es mit den Krähen weitergeht. Woran mit euch? Guten Tag. Ich suche den Kopf der Krähen. Wir suchen einen Geweihten. Irgendeinen? Der, den wir suchen, wohnt irgendwo außerhalb der Stadt. Dann muss es Tahir sein. Der Perine Geweihte. Er lebt zurückgezogen auf dem Benesira-Landsitz. Perine. Perine ist doch die Göttin der Fruchtbarkeit und des Ackerbaus oder sowas, ne? Wenn mich jetzt nicht ganz täusche. Könnte natürlich auch sein, wie gesagt, mit den Göttern bin ich nicht unbedingt wahnsinnig firm. Wir sehen uns nochmal die Waren an, denn wir gucken auch nochmal, ob wir irgendwas verkaufen können. Zum Beispiel diese Gambeson-Schuhe, die gehen halt direkt weg. Den Brabak-Mantel und Co., den habe ich, glaube ich, bei... Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt hatte oder nicht. Er hat jetzt hier, das ist auch, glaube ich, in der Arena passiert, hat auch andere Sachen bekommen. Ist jetzt ein bisschen stärker. Könnte auch sein, dass ich mich jetzt täusche. Wie gesagt, ich habe jetzt seit einer Woche nicht mehr Blackguards gezockt, sondern das ist jetzt eine ganz frische Folge. Die ist sozusagen noch warm, wenn ihr sie jetzt seht. wirklich, ich habe sie heute Vormittag aufgenommen und jetzt heute Abend könnt ihr sie sehen. Deshalb überlege ich jetzt gerade, ob ich das hier irgendwie verkaufe, den Brabak-Mantel. Aber es ist halt so schön, weil man da so einen ganzen Rüstungsset zusammen hat. Andererseits bringt das ja auch nichts. Stumpfe Pfeile. So, wir haben so viel Waffenbalsam und was weiß ich, Nahkampfschaden plus 5 ist natürlich eigentlich nicht schlecht, aber ich finde immer dafür einen ganzen Slot beim Gürtel und einen Zug zu vergeben, ist immer so ein bisschen 1 bis 9 Punkte Giftschaden. Das sind ja alles eigentlich keine schlechten Sachen. Habe ich auch bisher noch gar nicht so richtig beachtet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was ist das denn? Boa Bungaha. Das schrecklichste Gift Aventuriens. Dieses Atemgift der Waldmenschen und Tulus. Das raucht dem offenen Atem und lässt es qualvoll ersticken. Ziehe das Gift in den Gürtel eines Helden, um es im Kampf zu benutzen und die gerade ausgerüstete Waffe zu vergiften. Verstehe. Gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, das habe ich auch noch bisher relativ vernachlässigt. Diese ganzen Gifte, die es hier noch gibt. Wenn mal irgendwie ein richtig fieser Gegner da ist, dann sollte man das vielleicht nochmal überlegen. Das Problem ist halt bloß, dass ich meistens ja diese ganzen anderen Sachen, wie die Basiliskenzunge sieht übrigens sehr geil aus. Dolche. Astrale Regeneration plus 1. Ich glaube aber der aktuelle hat ja irgendwie plus 3. Eine Wunde. Charisma plus 1. Ah, den behalte ich mal. So, den Kunchomor. Guck mal hier, der hat auch Astrale Regeneration. Achso, nee, das ist wieder. Hä? Einmal verstehe ich nicht, was dann jetzt gerade angezeigt wird. Irgendwie immer das letzt angeklickte wahrscheinlich. So, was haben wir denn hier noch? Da der Torenhandschuhe. Bis hierhin und nicht weiter. These des Fortifex, der unsichtbaren, undurchdringlichen, arkanen Wand. Ich glaube, da haben wir ja schon jemanden, der das gut kann. Ein Magierrapier. Wir haben ja ganz coole Sachen jetzt hier. Fechtwaffen, aber das kann keiner von unseren Magiern. Und die haben alle schon
Obwohl, ich meine, Charisma plus 2 ist schon sehr gut, ne? Wieso steht denn eigentlich zweimal Charisma? Achso, das ist das aktuelle verglichen mit dem aktuellen. Ah, dann hat er gar keine astrale Regeneration. So, immer darauf achten, welche Farbe das Zeug hat, was da steht. Und den hier weg aber auch noch. So. Sind wir jetzt denn hier? Wir sind jetzt hier wieder safe. Und können nochmal gucken, was ist denn mit Heiltränken? Haben wir hier eigentlich noch einen meisterlichen Heiltrank? Haben wir nur einen? Dann sollten wir nochmal welche holen. So. Ende. Ihr seid jederzeit willkommen. Dankeschön, auf Wiedersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Und wir werden mal nach den Pereine-Geweihten gucken. Hier. Straßensperre. Das klingt ja verlockend, muss ich sagen. Bei den Grundwerten fürchte ich jetzt nichts mehr. Frösche. Frösche höre ich schon mal. Wie können wir euch helfen, Fremde? Wir suchen Tahir, den Pereine-Geweihten. Wir sind gekommen, um unsere Sünden zu beichten. Ich verstehe. Die Sache ist nur die. Tahir sieht die Köpfe von Sündern gern auf diesen Pfählen. Tja, und du scheinst Gift. Irgendwas zu schnupfen auf jeden Gift. Fall. Ah, immer dieses Giftzeug. Da muss ich auch noch. Ich weiß, ich muss da auch noch leveln. Und das wird aber noch ein bisschen dauern. So, den, das ist ja schon mal ganz gut. Dann können wir hier schon mal. What? Da wird sogar die. Der Dings unterbrochen, der Zug unterbrochen. Das ist ja fies. So, was war denn das jetzt? Eine Falle hier in dem Gebüsch drin, oder wie? Ist ja höchst unangenehm. Und Sergeant Rumpel hat schon 3 Wunden von einem Pfeil. Respekt. So. Jetzt wird's gleich spaßig. Wenn der nicht auch gleich auf irgendeine Falle tritt. ...12 bis 22. Finde ich ja lustiger, ne? Oh ja. 20 und 16 ist eigentlich gar nicht so verkehrt. So. Sergeant Rumpel. Der Sergeant hat ja jetzt inzwischen einen besseren. Ah, jetzt muss ich. Jetzt, die Überlegung ist jetzt immer, muss ich jetzt unbedingt mich heilen? Denn durch die Wunden, was wird denn da abgezogen? Attacke, Ausweichen, Fernkampf, Initiative, Geschwindigkeit. Okay, nee, das Gift ist jetzt nicht so schlimm. Das kommt immer auf das Gift drauf an. Es kann nämlich auch sein, dass das eben Klugheit, Charisma oder auch andere Grundwerte einfach runterzieht. Und dann ist es natürlich sehr unangenehm. So, jetzt frage ich mich. Nein! Jetzt fehlt mir genau ein scheiß Astralpunkt. Ich fasse es nicht. Ich kann es nicht glauben. Jetzt kann ich doch nur den machen. Weil sonst könnte ich den Badass Ignifaxius mal aussenden, den der Manolo letztes Mal beim Kampf hatte. Natürlich auch nicht ganz verkehrt. Aber das hilft wohl alles nichts. Dann werde ich hier mal drauf zimmern. Mal gucken. 92% ist ja doch schon wesentlich größer und mehr als bei den letzten Malen. Die kommen jetzt alle da hingestürmt. Verdammten Krawallmacher hier. So, wo steht denn der Zauberer? Der steht hier hinten. So, der hier ist doch auch schon einigermaßen down. Wer ist das denn hier? Das ist der, der dort steht. Okay. Na, wie dem auch sei. Ich glaube, ich gehe mal hier drauf. Mit unseren verdammten Kampfzaubern. Er hat natürlich, der Zauberer hat ihn noch nicht auf Stufe 18. Mensch, der Naurim ist aber beliebt beim Gegner, muss ich ja sagen. Dreizack-Action, yeah. So, der Sergeant hat ein Riesenproblem, weil der nicht hier Astralpunkte auch abgezogen bekommt, ne? Boah. Ich bin vergiftet. Tja, wer ist das nicht momentan?
Oh Mann! Daneben. So, Naurim ist noch nicht vergiftet. 95%! Jawoll! Der lebt immer noch. Verrat! So, Sergeant Ruppel hat 0. Halt einfach mal. Das ist ja eine Frechheit. 0 Astralpunkte. Kann jetzt auch nicht viel machen. Ich glaube, den lasse ich jetzt erstmal hier so. Dann, wie sieht es denn hiermit aus? Kann denn die Aurelia noch irgendwas machen? Die ist auch übelst verwundet von diesen verdammten Bogenschützen. Tja, das war wohl nichts. So, was wir jetzt machen ist, ich könnte natürlich entweder direkt jemanden hier wegmachen. Aber ich werde jetzt doch mal den Sergeant Rumpel heilen, das ist mir wichtiger. Danke. Danke. Der Sergeant hat die schon... Oh Mann! Diese Giftsachen sind ja echt höchst unangenehm. Wie lange dauert das noch? 2 Runden. Das Problem ist nämlich, dass das verdammte Gift jetzt dazu führt, dass es jetzt eigentlich total sinnlos ist, hier einen Zaubertrank zu nehmen. Weil wenn ich den jetzt nehme, dann habe ich das direkt im nächsten Moment wieder verloren. So. Deshalb wartet er jetzt. Ich bin vergiftet. Boah. Die Bogenschützen sind echt unangenehm hier. Ich bin vergiftet. Ja, die sind ja beide ziemlich down. Und irgendeiner ist hier noch... Achso, das sind die Bogenschützen hinten. Die sehen nur identisch aus. Nicht verwirren lassen. Zack. So. Und jetzt geht's an die Fernkämpfer. Der Sergeant bleibt noch und sie ziehe ich mal in Sicherheit hier irgendwie hin. Die wird jetzt vielleicht sowieso draufgehen. Während er hier zum Beispiel, der Zurbaran, durchaus... noch zaubern kann. Nur der hat, glaube ich, keinen... Das Gift kann ich noch nicht wegzaubern mit Zurbaran. Was ich aber trotzdem machen kann, ist hier nochmal einen kurzen Armatrutz dran setzen. Können die bestimmt brauchen, die Jungs. So! Halt, das ist wieder der Sergeant. Der Sergeant braucht eigentlich gar nichts machen. Gift! Fies. So, Takate. Jetzt aber los hier. Hoffentlich sind da keine Fallen mehr. Naurim, auf geht's. Lass ich dich aber erst einmal hier hingehen, dann dorthin und dann hier hin. So, ich glaube nämlich in diesem Bereich hier sind noch weiterhin irgendwelche komischen Fallen drin. Sergeant Rumpel, geht's wieder gut? Das heißt, ich könnte vielleicht wagen, ich meine, das ist jetzt riskant, aber ich könnte wagen, hier nochmal so ein paar Zaubertränke zu nehmen und Astralpunkte zu regenerieren. Ihn lassen wir mal dort stehen. So. Die können jetzt natürlich nicht mehr so ohne weiteres schießen, weil wir zu nah sind. Oh, 40%. Oh, das ging gerade nochmal gut. 100%! Yes! Tja, ihr scheiß Bogenschützen, ne? Ihr blöden Sniper! So, sie heile ich jetzt direkt nochmal. Kann ich sie nicht heilen? Doch, ich muss noch näher ran. Denn ich bin mir ja noch nicht so ganz sicher. Wir haben ja jetzt hier noch nicht den Kopf der Bande aufgesammelt. Könnte also gut sein... dass da noch mal jemand kommt. So. Sie darf stehen bleiben, so wie sie ist. Und er auch. Gift. Sie sind immer noch vergiftet, aber das sollte jetzt auch nicht mehr lange dauern. Und hier müssen wir jetzt eigentlich auch durch sein. 100% Todesstoß. Nicht... Na gut, dann gebührt die Ehre wieder mal
dem Naurim. Nein! Doch! Ja, und wir nehmen euren Wagen auch mit. Den Karren, den ganzen Fässern und dem Met drin. Proviant und Brigantina-Stiefel. So, und jetzt kommen wir bestimmt gleich in den nächsten Kampf. Nein, kommen wir nicht. Interessant. Dann würde ich sagen, einmal ganz kurz ausruhen. Rasten. Die Wunden haben wir ja schon während dem Kampf versorgt. Und dann geht's auf in den Landsitz. Ihr habt mich also aufgespürt. Ich hörte schon von eurem Vorgehen gegen meine Schwingen. Tja, die haben wir schon mal gestutzt. Ergebt euch! Ergebt euch! Ihr habt verloren! Meint ihr? Ich hatte genug Zeit, eure Schritte vorherzusehen. Längst ist die Meuchlergilde auferstanden von den Toten. Schon bald wird sie ihr Schicksal erfüllen und Borons Reich auf deren erschaffen. Ihr müsst allerdings verstehen, dass ich euch dafür lebend nicht gebrauchen kann. Was hat der für fiese Sachen im Petto? Schon wieder Gift. Verdammte Giftschützen. Die sind ja echt nervig, ne? So. Aber wir sind auch nicht von schlechten Eltern. Das könnte man jetzt nun wirklich auch nicht sagen. Welcher ist denn der Anführer? Er hier. Er steht da hinten und verzupft sich wahrscheinlich nochmal ins Gebäude. Ich gehe jetzt hier mal ganz kurz so hin, damit ich so ein bisschen mehr Platz habe. Jawoll. So, Sergeant Rümpel. Du gehst jetzt erstmal hier so ein bisschen nach hinten. Ich sehe hier schon, da ist eine Stolperfalle. Und ich glaube, die... Wie war das noch mit Sergeant Rumpel und seinen verdammten Zaubern? So, warte mal, komme ich denn da jetzt irgendwie schnell hin? Da könnte ich schneller hin. Dann machen wir das auch. Ich laufe direkt hier hin. Alles, was Gift hat und nicht mehr zuschlagen kann, ist besser. Schade. Schade, Marmelade. So. Jetzt ist die Frage, ob ich ihn hier zum Beispiel umwerfen könnte mit der Aurelia. Oder ob das überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich bin vergiftet. What? Shit. Ach, das ist ja ätzend. Dafür musst du büßen. Aurelia liegt durch einen Passierschlag. Das ist ja auch mir noch nie passiert. Ist auch irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich bin vergiftet. Nein, diese Giftsachen. Brauch... Oh, oh. What? 20? Ey, dieser verdammte Fernkämpfer, ne? Also der hier flieht doch nicht. Der geht nur hin und her. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Jetzt könnte ich den hier wegmachen. Denn hier müssen wir irgendwie helfen. Befürchte ich. Ach, die Aurelia, die ist wegen der Stolperfalle umgefallen. Deshalb. So, einer weniger. Immerhin mal einer. Ich glaube, jetzt muss ich mal hier dem Naurim gerade mal helfen. Dem geht's ja nicht so gut. So, jetzt zeig, was du drauf hast. Die haben alle so kleine Buckler, so Schilde. Das macht wahrscheinlich diesen Schlag hier, setzt ihn so ein bisschen runter auf 60%. Reißt schwächere Gegner zu Boden. So, dann mache ich mal den hier. Das hat auf jeden Fall schon mal wehgetan. Und irgendwie muss ich jetzt auf den Fernkämpfer hier gehen. Aber ich kann nicht. Weil die hier alle da... Achso, nee, warte mal. Das könnte vielleicht sogar trotzdem funktionieren. Mal gucken. Nein. Ich wusste es doch. So, der hier hat auch noch viel. Wer ist das denn hier? Das ist der da. Kann ich den denn angreifen? Über Naurim hinweg wieder mal.
Nein, auch nicht. Ich muss ihn hier zum Beispiel angreifen. Aber mit 22 Schaden ist das ja auch ganz okay. Wie lange steht... Ich bin vergiftet! What? Was ist denn jetzt hier mit der... Achso, die ist jetzt umgekommen. Das ist ja auch krass. Na, wie dem auch sei. Hier gehen wir ganz nach gewohnter Manier vor. Und ihn hier müssten wir eigentlich auch so wegkriegen. Beziehungsweise, ich werde mal lieber hier hinlaufen und den hier angreifen, damit ich irgendwann mal zu dem hier komme, oder? Obwohl, jetzt müsste ich eigentlich auch mit Zurbaran drüber hinweg kämpfen können. Über Naurim. Das ist ja immer so eine Sache. Diese Fernkämpfer, wenn man die am Anfang ausschalten kann, ist ja doch irgendwie besser. So, 12 bis 22 oder 9 bis 14. Ich wage mal 9 bis 14. Hoffentlich bereue ich es nicht. Ja. Sehr gut. So. Naurim, du machst den hier bitte weg. 95%, das sollte hier gehen. Sehr gut. Jetzt kommt es hier Schlag auf Schlag. Fall auf Fall und Feuerkugel auf Feuerkugel. Ich finde es schön, wie das hier so richtig schön über den Kopf weggeht. Schön wäre auch noch, wenn... Oh nein, Naurim. Alter, dieses Gift. Wie hat er noch? Er hat noch die Hälfte etwa. Ich mache hier einfach mal weiter. Springt immer auf dieser Stolperfalle herum. So. Gott sei Dank haben wir einen Balsamsalebunde-Magier unter uns. Ich brauche das nicht. Der gut funktioniert. So. Und jetzt muss ich leider den hier erst wegmachen, auch wenn ich dafür noch einen Passierschlag kassiere. Shit. Der kriegt den nicht down hier, ne? So, soll ich da mal helfen oder soll ich jetzt weitergehen? Ich glaube, ich gehe weiter und versuche tatsächlich, den hier nochmal anzugreifen. Von dort kann ich auch den links angreifen noch. Ja. Geht leider nicht. Ach nee, warte mal. Er hat ja 0 Astralpunkte. Das liegt eher daran. Ich bin vergiftet. Oh, Naurim liegt schon wieder. Und jetzt ist Sergeant Rubble aber nicht vergiftet. Hervorragend. Wieso agiert der hier denn eigentlich überhaupt gar nicht? Das irritiert mich gerade so ein bisschen. So. Naurim, wir kommen zu Rettung. Nein, wir kommen nicht zu Rettung, denn ich komme nicht richtig ran. Verdammt. Damn it. Der andere hier hat keinen... Hat keinen Schaden bekommen bisher. Der ist noch ganz frisch. So, hier können wir auch nur so normal angreifen. Mehr kann ich ja jetzt gerade mit ihm nicht machen. Plonk! Alter, wie schnell der auch ist. So. Die einzige Hoffnung ist jetzt momentan er hier, ne? Und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht irgendwo stolpern. Natürlich stolpern wir irgendwo. Beziehungsweise heimsen uns Schaden ein. So, hier kommst du jetzt nicht mehr raus, Vogel. Der hier geht da drauf. Und zwar schließe ich den auch direkt ein. So, kann der nicht mehr raus. Sergeant. Ich habe nur noch 6. Natürlich fatal. Ich könnte noch einen kleinen Donnerkeil zaubern. Wie viel macht der Schaden? 3 bis 8. Da müsste ich schon sehr viel Glück haben. Wie sieht es denn damit aus? Einen. Krieg ich noch? Ne, krieg ich keinen. So, wie sieht es hier aus? Kriege ich das hin? Ja. Lass das, ich brauche das nicht. Er hat jetzt momentan 3. Nur. Boah. Und Zurbaran, dem geht es auch echt schlecht. Der... Gucken, ob ich da noch was habe. Nein! Ich habe vergessen, meine Tränke wieder aufzurüsten.
Also Zoberan wird leider jetzt auch liegen. Denn hiermit wird das ja nichts. Und irgendwie hat der Sergeant gerade eine Art Engel, der eben vor diesem... Todesstoß ist hier gar nicht gut. So, Naurim, Gott sei Dank bist du jetzt nochmal dran und kannst dir einen Heiltrank reinpfeifen. Der jetzt auch nicht wahnsinnig geil ist, aber immerhin. So, wie sieht's hier aus? Ich gebe dir nochmal ein... Die haben nur noch so wenig, beide. Ein Trauerspiel. Jetzt hat er ihn mal getroffen. Gift. Alter Schwede. Hier oben sieht es jetzt aber auch nicht mehr so ganz feist aus. Sogar mit Finte habe ich nur 65%. Das ist ja eine fiese Sache. So, dann hilft das jetzt alles nichts. Ich muss jetzt erst diesen Fernkämpfer unbedingt wegmachen. Und hier könnte ich jetzt eigentlich mit einem kleinen Ignifaxius drauf. Ja, das hat funktioniert. Jetzt kann ich Sergeant Rumpel langsam hier nach oben ziehen. Tja. Und eventuell, wenn ich Glück habe, ihn noch retten. Das sieht jetzt momentan nicht gut aus. Ich habe aber hier noch einige Heiltränke. So. Naurim! Walte deines fröhlichen Amtes. Das wollten wir ja schon die ganze Zeit tun. Alter Schwede hat uns sehr aufgeregt, ne? So. Wir sind natürlich hier extrem stark eingeschränkt in der Bewegungsfreiheit. Trotzdem hoffe ich, dass ich jetzt mit ihm hier hinkommen kann und dessen Werte so ein bisschen mal reduzieren kann. Denn das ist die einzige Möglichkeit, die wir hier haben. Naurim läuft auch eine gerade Linie und in Fallen hinein. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was wir vorhin aushalten mussten. Von wegen Gift und so. Alter Schwede. Was für ein Wichser. So. Jetzt ist die Frage, kriege ich den wiederbelebt? Rein theoretisch. Von den Astralpunkten her auf jeden Fall. Sehr gut. Er hier hat auch nichts mehr. Aber ich könnte mal ein bisschen näher gehen schon mal. Ich hasse Gift! Gift! Das ist echt fies. So, jetzt muss ich hier auf Obacht geben. Muss ja mit Naurim auch noch irgendwie angreifen können. 25%. Ich bleibe bei der Finte. Hat man wenigstens hin und wieder mal Glück. So, wie sieht's aus mit Naurim? Kriegt der so ein bisschen mehr? 20, 55, 80% normaler Schlag. 55 ist auch extrem wenig, muss ich sagen. Ich mach mal einen normalen Schlag lieber. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Und mit Sergeant Rumpel kann ich jetzt natürlich versuchen, entweder hier blitzdicht Find draufzulegen. 40% Wahrscheinlichkeit. Der hat bestimmt auch eine große Magieresistenz. Bringt nicht so viel, wie wenn ich jetzt ein Ignifaxius vielleicht drauf zimmere. Oder noch besser, auf Naurim ein bisschen Heilung packe. Zumindest mal 10, dann hat er schon wieder 20. Gift. Alter Schwede, du blöder Wichser. Du blöder Scheiß-Wichser. 10%, 40%, 50%, 70%. Das ist so traurig. Haben wir nicht hier mit Sergeant Rumpel eventuell nochmal einen Mana-Trank? Gift. Boah, der macht uns fertig. Ich habe keine Chance gerade gegen den.
70% immerhin. Warum ich jetzt plötzlich 70% hatte, keine Ahnung. So, was mache ich jetzt hier? Heile ich ihn oder greife ich ihn an? Bei denen, lass mal ganz kurz gucken, im Gürtel haben wir auch nichts mehr. Mir bleibt jetzt ja nichts anderes übrig, als zu heilen die ganze Zeit. Immerhin kann ich hier jetzt 20 Punkte wieder herstellen. Vielleicht kommen wir da einfach mit Ausdauer hin. Oh, da wäre sogar... Gift. Was zur Hölle war das? Gift. Nix da. Endlich mal ein Glückstreffer für uns. Nein, jetzt komm schon. Ach, das ist ja zum aus der Haut fahren. Aber ohne diese Regeneration wären wir hier verloren gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Sergeant Ruppel macht da echt ganz gute Arbeit. Vor allem, weil wir hier immer mit 70% draufhauen und jeden zweiten Schlag daneben zimmern. Trotzdem, das hier sieht doch schon mal ganz gut aus. Momentan können wir uns sogar so ein bisschen nach oben heilen. Was jetzt mit ihm ist hier gerade, weiß ich nicht. Grauer Lotus. Ah, okay. Das ist auch noch eine Sache, die ich auch habe. Dauert wohl anscheinend 3 Runden an. Wie viel Tränke hat dieser Wichser eigentlich? Ich greife bei beiden mit 70% an und treffe aber irgendwie so 50%. Ach, guck mal. 80% hier. So. Aber wir können uns jetzt hier echt so ein bisschen hochheilen. Wenn der... Braucht er immer eine Runde auch, um seinen Trank zu trinken. Zu schlürfen. Anders geht's ja gar nicht. So. Ja. So. Schade, dass hier die 70% sich nicht addieren und man 140% Möglichkeiten hat. Obwohl er diese... Wahrscheinlichkeitsrechnung, das war ja tatsächlich nie meine Stärke. Ich war in Mathe eigentlich gar nicht so schlecht in der Schule, aber Wahrscheinlichkeitsberechnung, Stochastik, das war nicht so mein Ding. Wenn man zweimal 70% hat, wie viel ist es dann insgesamt an Wahrscheinlichkeit? Das ist die große Frage. Jetzt scheint aber dem netten Herrn Kopf der Krähe auch so ein bisschen die Ressourcen ausgegangen. So, jetzt kommen 70%. Wie gesagt, eigentlich müsstest du 3 von 4 Treffern landen. Du machst momentan gar nichts. Landest überhaupt gar nichts. Ich meine, es war jetzt keine Finte, sondern der normale Angriff. Dachte mal, das probiere ich mal aus. So, aber das sieht doch jetzt ganz gut aus. Ich überlege gerade, ob ich es wagen soll. Soll ich es wagen? 8 Punkte Feuerschaden. Ich glaube, das langt noch nicht. Ich gehe hier lieber einmal auf Nummer sicher. Das Schöne ist echt, ich kann mit Sergeant Ruppel jede Runde kriege ich 5 Punkte hinzu und kann sozusagen ein bisschen sparen. Denn der kleine Balsam Salabunde verbraucht nur 4. Also eine ganz nette Sache. Oh Mann, das gibt's doch einfach nicht. So, in der nächsten Runde würde ich auch mal mit einem Inifaxius antanzen. Jetzt hat er wieder 50%, weil er 2 Wunden hat wahrscheinlich. Ich bin vergiftet! Einmal möchte ich, dass du noch triffst, bitte. Das wäre mir ein Herzenswunsch. Jawoll! So, jetzt müsste aber eigentlich der Inifaxius langen. Und 2er noch drauf. So ein Wichser! Ein Meuchelmörder! Wie euch. Hätte ich in meiner Gilde gut gebrauchen können. Das rührt uns. Wer hat euch beauftragt, Kaidre zu ermorden? Dieselbe Person, die mir dieses Landhaus überlassen hat. Sie heißt Clarissia. Die Raja-Geweihte aus Elalem? Weshalb sollte sie ein Interesse an Kaidres Tod haben? Ein Attentäter stellt diese Frage nicht.
Jetzt ist aber mal Schluss mit lustig. Nicht Claritia. Alle nur nicht Claritia. Verdammte Axt. Mann. Claritia. Die hübscheste aller Dirnen mit dem tollsten und wärmsten aller Bäder. Verdammte Axt. So, uns geht's aber echt mal schlecht, muss ich sagen. So, wir gehen zunächst erstmal zum Arzt und machen hier mal ein Päuschen. Bin schon wieder über der Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.